We've been working on a conversion, a complete Brabus sizing of an absolutely fascinating and iconic sports car. And the result is something that I think many of our fans and customers have wanted to see for some time, but I don't know if anybody expected us to really act on it. Anyway, here it is, the Brabus 720 and Brabus 820 for Porsche 992 Coupe and Cabriolet Turbo S. And who else to better present this beauty to you guys than Jörn Gander, our current CTO. Hallo Jörn. Hallo Konstantin. Schon spannend, oder? Schönes Auto, mal so, oder? Mal so was ganz, ganz Neues. Ich bin total begeistert. Hast dich schon dran gewöhnt? Ja, viel, viel Brabus, typisch Brabus. Aber toll, einfach tolles Auto. Absolut. Das ist es, was du sagst. Ja. Ich habe mich natürlich während der Zeit, in der wir an dem Projekt gearbeitet haben, immer gefragt, was kommt raus? Kriegen wir unsere Brabus-DNA in das Auto wie in viele andere in den letzten vier Jahrzehnten rein? Und das Resultat, die Räder, Karosserie, die Karosserieveränderung, Leistungssteigerung, Interieur, 100% Brabus-Last. Finde ich. Ja? Richtig. Komm, da gucken wir mal genau hin. Ich sehe viel Carbon. Das ist nicht überraschend bei einem Brabus-Fahrzeug. Was ist hier passiert? Ja, wie du richtig sagst, wir haben wieder mal in die typische Materialität gegriffen. Carbon, Carbon und vor allem wichtig Prepack Carbon. Wir haben eine Frontlippe und wir haben spezielle Aufsätze hier für den oberen Bereich der Frontschürze gemacht. Wichtig für uns dann immer auch, die technischen Hintergründe alle zu betrachten und einzuhalten. Dieses Auto hat ja eine aktive Aerodynamik, das heißt, hier an der Front gibt es eine ziemlich große Frontlippe, die noch ausfährt und entsprechend für den Abtrieb des Autos verantwortlich ist. Und das funktioniert natürlich weiterhin. Absolut, natürlich, klar. Seitlich hat die Frontlippe auch noch entsprechende Winglets an der Seite, die es auch noch mal ein bisschen markanter machen. Also ich sag mal, im Inhalt und in der Produktumfang sehr typisch, was wir in der Vergangenheit schon bei diversen Fahrzeugen gemacht haben. Hier nochmal sehr schön integriert. Was vielleicht technisch nochmal wichtig ist, der 992 Turbo S hat hier eine aktive Aerodynamik mit einer Frontlippe, die ausfährt. Diese ganze Funktionalität ist weiterhin gegeben. Das ist alles so ausgeführt und konstruiert, dass das entsprechend der Vorgaben funktioniert. Aber eine der Vorgaben aus unserem Brandcore ist ja, what we do works. Wir sind immer ein deutsches Unternehmen und haben ein bisschen was mit Technik zu tun. Insofern sind auch alle Funktionen, die das Auto standardmäßig hat, natürlich hier erhalten. Eines der Teile, die mir persönlich am Auto am besten gefallen, ist eins, was wir aus anderen Anwendungen bei uns schon kennen, was hier aber eine ganz besondere Wirkung entfaltet. Brabus Monoblock Z. Fast schon eins unserer klassischen Raddesigns, auch wenn es immer noch ein sehr neues Raddesign ist. Genau. Ich finde, auf diesem Auto, auf einem echten reinrassigen Sportwagen, mit der großen Bremsscheibe und in der Gesamtwirkung sieht es echt klasse aus. Absolut. Und hat natürlich auch, und wir haben ja schon einige Mal darüber gesprochen, die Besonderheit mit dem Zentralverschluss. Ja. Ne, dass das natürlich nochmal ein bisschen sportlicher interpretiert in der Basis, vom Basisdesign des Mono-Z. Interessanterweise haben wir die Diskussion bei der 1300R auch gehabt, dem ersten Brabus Motorrad, was ja dieses Jahr, Anfang des Jahres auf den Markt kam und auch eine Monoblock Z-Interpretation hat. Und es hat hier den gleichen Effekt. Die Diskussion damals war, designe ich ein Bauteil als Einzelteil, damit es heraussticht und ganz besonders auffällt, oder designe ich ein Bauteil als ein Teil, was sich in ein Design einfügt. Das Zweitere ist eine eher typisch deutsche Designrichtung, wo Dinge sich zurücknehmen, als Paket aber Sinn machen. Und das ist hier der Fall. Ich finde, dass das Rad wunderschön wirkt. Auf dem Auto, wenn du es dir als Einzelteil anschaust, ist es elegant, gediegen, reduziert, sehr offen, durch den Zentralverschluss sehr technisch. Wenn du dann zwei, drei Schritte zurückgehst und dir das gesamte Auto anschaust, wirkt das ganze Fahrzeug deutlich schicker, weil es diese Felgen hat. Auch natürlich in einer Kombination 21-22 Zoll, die extrem ungewöhnlich ist.
Genau, also üblicherweise ist immer genau ein Zoll kleiner, 20, 21 Zoll, also hinten maximal 21 Zoll im Durchmesser. Aber ich finde gerade, und deshalb haben wir es auch gesagt, wir wollen wirklich große Felge haben. Wir wollen diese Leichtigkeit auch haben, weil es ist ja weiterhin ein geschmiedetes Rad. Also wir haben ja wie üblich bei den Bratelus Platinum-Rädern, also bei den ganzen hochwertigen und großen Größen, die wir anbieten, eine Felge, die aus dem Vollen gefräst ist als Schmiederad, mit den ganzen aufwendigen Details wie mit dem Platinum-Schild und dem gefrästen Schriftzug, entsprechend auch gewichtsoptimiert ist für diese Anwendung, was natürlich wichtig ist bei so einem Auto. Insgesamt absolut cooles Raddesign. Ich finde, wir haben natürlich noch nicht entschieden, ob wir auch andere Anwendungen aus unseren klassischen, also andere klassische Designs, auch hier mal adaptieren. Das kann passieren. Als erste Wahl haben wir die Mono Z gewählt, aus genau den Gründen, weil wir den Eindruck hatten, dass es ein schickes Rad wird. Und jetzt, anderthalb Jahre später, nachdem wir die Entscheidung getroffen haben, war richtig, finde ich, kann man sagen, ja, es ist ein super schickes Rad geworden. Aber lass uns mal über das reden, was neben dem Rad natürlich auffällt. Nämlich Karosserie. Genau. Viel Kohlefaser, nicht ganz Brabus untypisch natürlich. Front, Seite, Heck. Aber wir gehen im Detail einfach mal durch. Wann immer wir Karosseriearbeiten machen, arbeiten wir ja mit einem Basisfahrzeug. Logischerweise. Und das Design des Basisfahrzeugs gibt uns ja immer gewisse technische Parameter vor. Und es gibt uns natürlich auch immer einen Look vor. Wenn wir jetzt mit einem ikonischen Design wie mit dem 992 arbeiten, dann ist das natürlich eine Wucht. Ich finde, dass die Teile, die wir gemacht haben, sehr deutlich widerspiegeln, dass wir mit viel Respekt mit dem Auto umgegangen sind, was drunter steckt, und trotzdem einen typischen Brabus-Touch reingebracht haben. Das heißt, sehr hochwertige Materialien. Es ist insgesamt ein Auto, was jetzt kräftiger dasteht, was sehr selbstbewusst dasteht und was sicherlich schicker und eleganter, insbesondere durch das glänzende Kohlefaser dasteht. Ja. Was haben wir im Einzelnen gemacht? An der Seite haben wir uns eigentlich auf ein kleines Bauteil, aber sehr, ich sag mal, in der optischen Wirkung sehr stämmiges Bauteil konzentriert, nämlich diesen zusätzliches Winglet für die Seite mit Brabus-Schriftzug drin, auch wieder aus Pripec gefertigt. Gibt es übrigens auch genauso wie die Front, das Heck, und dieses Bauteil kann der Kunde wählen zwischen matten und glänzendem Carbon. Oder Lackierung und Wandfarbe. Geht natürlich auch. Oder jeder, ja, oder eine Kontrastfarbe kann, gut, man natürlich, ja, auch machen. Ja. Ich finde, die expressivste Ansicht, da wo am meisten passiert an Neuem, ist für mich eindeutig das Heck. Da ist viel los, gar keine Frage. Neben dem, was wir sicherlich jetzt gleich besprechen, Abgasanlage, Heckspoiler, ist natürlich für uns ungewöhnlich auch, dass motortechnisch am Heck eine ganze Menge passiert. Ja, also ich sag mal, dass der Motor da hinten ist, das ist sehr ungewöhnlich, dass am und um den Motor viel passiert. Das ist nicht ungewöhnlich. Nee, aber lass mal erstmal auf die Abgasanlage gucken. Ja, gerne. Hier ist richtig was passiert. Genau. Wir haben, erstmal muss man natürlich sagen, um diese Abgasanlage integrieren zu können, einen neuen Carbon-Heckdiffusor entwickelt für das Auto. Die ist ja immer Bestandteil der ganzen Umrüstung für einen die Auspuffanlage. Ja, genau. Großes Teil, was natürlich auch nochmal sehr aufwendige Luftführung hat, um die ganze Motorraumentlüftung sicherzustellen, weil hier ist ja viel Leistung drin und viel Leistung heißt auch immer viel Temperaturen. Die muss ja irgendwo hin. Wir haben, und da sind wir wirklich ein Stück weit stolz drauf, ich sag mal, mit die aufwendigsten Endrohrblenden entwickelt und jetzt hier umgesetzt, die wir je gemacht haben. Weil diese Bauteile sind aus Inconel. Inconel ist ein sehr spezieller Edelstahl mit sehr viel Nickelanteil. Inconel ist zum Beispiel, also jeder Formel-1-Krümmer heutzutage, mhm, wird aus Inconel gemacht. Da ist nicht mehr, wie man das eigentlich üblicherweise hat, Titan oder Titanauspuffanlagen. Inconel ist eigentlich im Motorsport das üblichere Material, weil es deutlich widerstandsfähiger ist und aufgrund seiner Materialeigenschaften aber trotzdem in der Lage ist, sehr dünnwandig ausgeführt zu werden und damit auch entsprechend leicht ausgeführt werden. Das ist übrigens eine der Fragen, die, finde ich, bei den Kollegen, die den Prototypen schon gesehen haben, am meisten Fragezeichen ausgelöst hat, oder eine der Erklärungen, die am meisten Fragezeichen ausgelöst hat. Das Thema Inconel-Abgasanlage ist, finde ich, genauso innovativ wie in 2011, glaube ich, war es, eine SLS-Titan-Klappenauspuffanlage. Ich finde, eine Inconel, 3D-gedruckte Inconel-Abgasanlage ist eigentlich genau das gleiche wie vor vielen Jahren. Du erinnerst dich vielleicht, wir haben die SLS-Anlage damals aus Titan gemacht.
Das war damals auch komplett neu. Heute ist es wieder so. Und die meisten erstaunten Blicke, finde ich, haben bei den Kollegen, die den Prototypen gesehen haben, hat die Abgasanlage dann ausgelöst, wenn sie mal innen reingeschaut haben. Weil du natürlich diese Wabenstruktur, so wie sie jetzt hier zu sehen ist, wenn man die einfach nicht hinbekommt, auf irgendeine andere Art und Weise, als die 3D zu machen. Also jeder, der ein bisschen Gefühl hat für das Thema Fertigung hat, guckt hier drauf und sagt, okay, geht ja nur im 3D-Druck. Na, und das ist halt so. Also wir haben auch, und das muss man sagen, nicht nur jetzt die Prototypen, sondern auch die Kundenprodukte, also für jedes Kundenauto, werden diese Endrohrblenden in Inconel Metall 3D-Druck ausgeführt sein. Das heißt, das ist dann unser Standardproduktionsverfahren dafür. Ist die Abgasanlage auch sicherlich das modernste, was wir... Das modernste und auch aufwendigste, absolut. Vom Fertigungsverfahren, von der Materialität, also Inconel ist wirklich ein sehr, sehr spezieller, sehr aufwendiger Werkstoff. Und es ist ja nicht nur die Endrohrblenden, sondern auch die gesamte Auspuffanlage. Wir haben ja wieder eine komplette Auspuffanlage gemacht mit den neuen Schalldämpfern, Rohrführungen und so weiter. Ist ja auch ebenfalls aus Inconel gefertigt, um eben über die Klappensteuerung, die wir auch wieder hier haben bei dieser Auspuffanlage, einen entsprechend schönen Sound zu haben. Das heißt, neuer Werkstoff, neues Fertigungsverfahren und insgesamt auch ein neuer Look. Das ist ja auch das, was viele Fans und Kunden in den letzten 2-3 Jahren auch von uns gefordert haben. Und auch ein Thema, was wir ganz aktiv jetzt mit dem Design hier aufnehmen, nämlich neue Endrohrblenden, etwas größere Endrohre und vor allem auch neues Design. Jetzt sind sie Brabus typisch immer noch rund. Wir haben natürlich nicht nur runde Endrohr-Designs, aber ich glaube, es ist klassisch so, dass wir doch damit auch ein bisschen in Verbindung gebracht werden. Und es ist gleichzeitig aber auch komplett neu. Genau. Das Wichtigste ist aber natürlich, wie klingt's? Kräftig. Das ist einfach das. Also wir wollten bei der ganzen Soundentwicklung wirklich einen tiefen, kräftigen Sound haben, weil, wenn man ganz ehrlich ist, ist der Motor sehr leistungsstark, extrem leistungsstark, aber es ist ja kein klassisch großer Motor, so wie wir es zum Beispiel bei V8-Motoren kennen, die von sich aus natürlich schon sehr viel Volumen haben. Das ist ja ein 6-Zylinder-Boxer, 3,8 Liter, natürlich performantes Triebwerk, aber wir wollten halt wirklich diesem Motor eigentlich, sagen wir, über den Sound ein bisschen mehr Volumen geben, als er natürlich eigentlich hat. Und das ist, glaube ich, uns gut gelungen. Das ist wirklich ein sehr dumpfer, guter Sound. Aber dabei gilt natürlich auch wieder, nicht aufdringlich, Erfüllung aller Geräuschvorschriften, Klappensteuerung, so dass man auch eben leise irgendwo vorfahren kann, als das ist gegeben. Und wie du gerade richtig gesagt hast, mit dem Inconel natürlich auch einen sehr innovativen, hochwertigen und entsprechend tollen Werkstoff, der das alles unterstreicht. Richtig schöne Auspuffanlage. Ja, Kinder, jetzt können wir nicht über Auspuff sprechen, ohne das Ding mal anzumachen. Ja dann. Wie recht. Recht hat er, wie immer. Ich wollte gerade sagen, recht, wenn er recht hat, hat er recht. Ja. Und schmeiß mal an die Kiste. Gut, oder? Würde ich fahren. Ja. Könnte glatt vorkommen. Eines der Themen, die sicherlich alle am meisten interessieren, mich auch, steckt ja schon im Namen. 720 und 820 heißt zwei Leistungssteigerungsvarianten und richtig Leistung für das Auto. 820 PS sind ja mal richtig ein Wort. Ein richtiges Wort, genau in der höchsten Ausbaustufe. Auch da gilt, warum sollen wir es anders machen, als wir es üblicherweise machen in unserem Produktprogramm. Das heißt, wir haben jetzt ein mehrstufiges Programm an Leistungssteigerung. Step 1 sind von 650 auf 720 PS. Das ist ja schon mal ein deutlicher, schöner Schritt. Übrigens auch Drehmoment, 800 auf 900 Newtonmeter, also 100 Newtonmeter mehr, ist in der Basis unser bekanntes Power-Extra-Modul, das heißt ein Zusatzsteuergerät mit einem entsprechenden Adaptionskabelbaum. Plug and Play. Komplett shippable. Heißt, in jedem Teil der Erde, wo ich einen Händler habe, der es verbauen kann, auch verbaubar. Absolut. Und auch wirklich gar kein Akt. Wirklich
sehr übersichtliche Montageaufwand und für das, ich sag mal, was man dann hinterher kriegt mit dem, mit der Mehrleistung, wie gesagt, 100 Newtonmeter mehr, 70 PS mehr, 650 auf 720, wirklich ein ganz, ganz tolles und sehr faires Produkt, wie ich finde. Aber da hört natürlich nicht die Welt auf, wie nicht ganz unüblich bei uns, sondern dann kommt natürlich auch der nächste Schritt, wo wir dann auch ganz konkret in die Hardware gehen. Also ja, was habt ihr genau verändert? Weil ich habe jetzt deshalb gerade gestutzt, weil ich natürlich weiß, dass wir angefangen haben, über das Auto hier zu diskutieren und über Porsche zu diskutieren. Und natürlich klar ist, die Autos gehen richtig gut, wenn man über Serienfahrzeuge spricht. Jetzt ist ja unsere Einstellung dazu bekanntermaßen noch mal ein bisschen eine andere. Mehr ist besser. Und die Frage, genau, wir haben uns gefragt, wie viel Leistung bekommen wir realistisch in ein solches Auto rein und wie viel Leistung, und das ist natürlich bei uns immer eine der absolut entscheidenden Fragen, wie viel Leistung bekommen wir sicher und technisch nachhaltig umsetzbar in ein solches Auto rein. Und das Ziel war die zweite Leistungsstufe. Ich weiß aber, dass du die erste, die 720 PS, relativ schnell zugesagt hast und gesagt hast, okay, das kriegen wir entwickelt. Die zweite Leistungsstufe war ein bisschen eine Challenge. Was ist mehr drin und warum war das mehr Aufwand? Also, ich sag mal, wesentlicher zusätzlicher Bestandteil sind zwei, weil es ja ein Biturbomotor, massiv modifizierte Turbolader. Und ich sage deshalb wirklich ganz bewusst massiv modifiziert, weil den Änderungsgrad, die Umfänge, die wir modifizieren, durch neue Bauteile austauschen, in diesem Fall bei den Turboladern, ist so hoch, wie wir den noch nie hatten. Also wir haben noch nie so viel Bauteile, Geometrien, Gehäuse geändert, im Umfang, wie wir das hier in diesem Projekt gemacht haben, um eben, weil wir waren natürlich immer, ich sag mal, 800 PS ist ja für uns auch immer so eine ziemlich magische Zahl, also G800, XLP 800. Aber auch nicht das Ende der Fahnenstange. Natürlich nicht, das gab es ja dann hinterher auch mit einem G900, gab es ja dann auch irgendwann noch mal den nächsten Schritt. Wobei, muss man auch klar sagen, anderes Auto, leichteres Auto, deutlich dynamischeres Auto, also ist schon eine andere Nummer, wenn wir jetzt eine Leistungssteigerung entwickeln für zum Beispiel eine G-Klasse oder ein GLS Maybach jetzt gerade aktuell. Genau. Oder eben hier genau. Den Neumann 2. Also man muss wirklich sagen, wie ich ja schon gerade gesagt habe, mit dem Änderungsumfängen am Turbolader war das wirklich das Extremste, was wir bis heute gemacht haben. Weil wir wollten immer über die 800 PS oder auf die 800, gegebenenfalls auch drüber. Wichtig war uns, dass alles andere, so wie der Kunde es gewöhnt ist, erhalten bleibt. Das heißt, Einhaltung der Emissionsvorschriften, Einhaltung der Geräuschvorschriften, zum Beispiel, ja, muss man sagen, oft genutztes Tool, um auch mehr Leistung hier rauszukriegen, ist ja Entfallpartikelfilter. Was wir nie machen würden. Was wir nicht machen, was die Emissionen unmöglich machen würde, einzuhalten. Und deshalb hat dieses Auto natürlich ganz normal einen Partikelfilter, wie es ein Auto in dieser Emissionsklasse heute auch haben muss. Wäre geht auch nicht einfach unseriös. Ja. Genau. Also und das gegen alle möglichen geltenden Gesetze. Genau. Und damit für uns definitiv keine Option. Lass mich noch mal ein Wort zu dem Turbolader sagen. Deshalb bin ich da so versessen drauf oder auf die beiden Turbolader. Wir haben ja oft modulares System auch in den Art der Weise der Änderungen, die wir haben, dass wir zum Beispiel die Verdichterseite, also die kalte Seite des Turboladers modifizieren. Dann haben wir zum Beispiel wie bei den 900 PS Motoren, beim G900 zum Beispiel, Rocket Edition, wo wir die Verdichterseite und die Turbinenseite modifizieren. Das ist dann schon ein Aufwand. Hier ist beides gemacht, beides massiv gemacht. Und diese Turbolader bei dem Auto haben ja eine Besonderheit. Die haben eine variable Turbogeometrie an der Turbinenseite. Und auch diese VTG-Einheit in Kurzbezeichnung ist modifiziert, neu und extra umgesetzt worden, um hier diese 820 PS seriös, haltbar und auch im vollen Umfang sicherzustellen. Ich glaube, dass wir vielleicht einige Turbo-Experten dabei haben, die sich das Video anschauen. Viele werden sich jetzt aber fragen, was bedeutet variable Geometrie bei einem Turbolader? Es geht darum, dass man in dem Einlass zur Turbine, also der heißen Seite, den Turbolader antrifft, Schaufeln hat, die die Anströmung auf die Turbinenrad steuern und darüber sozusagen über den Luftfluss auf die Turbine der Volumenstrom, die Drehzahl und darüber natürlich auch der Ladedruck geregelt wird. Weil hier zum Beispiel die Ladedruckregelung erfolgt hier über diese VTG-Vorstellung, was man sonst üblicherweise über so eine sogenannte Bypass-Regelung, dass man halt so vorbeiführt, macht. Das ist die Besonderheit. Sehr spezifisches Detail, vor allem bei Porsche, bei diesem Auto. Denn, wie Jörn immer gerne sagt, ohne Hafer kein Galopp, ist in Bezug auf das Thema Turbolader ohne Luft
Kein Turbo. Genau. Ganz wichtig, wie wir auch immer schön im Ruhrgebiet sagen, geht wie Sau. Geht, aber absolut wie Sau. Also dieses Auto, also der 720 PS geht, ist schon wirklich faszinierend, weil man hat ja ein kleines, leichtes, sehr kompaktes Auto. Also 720 PS ist schon wirklich ein deutlicher Schritt und wirklich toll. Das ist natürlich dann mal mit auf die 820 PS nochmal. Also so ein Auto ist wirklich verdammt schnell und muss auch sagen, selbst wo wir ja mit Brabus Rocket 900 und wirklich ja verwöhnt sind in der Leistung mit 900 PS, das ist schon beeindruckend, wie das Auto geht. Das ist eine ganz andere Form der Fahrdynamik. Was ist denn, was mich interessiert, ist, du bist mit Sicherheit, wer ist bei uns die meisten Kilometer gefahren auf das Auto bis jetzt? Ja, die Applikationsleute und ich, aber auch die Applikationsleute. Okay, das heißt, du bist ja viel unterwegs gewesen, ja, mit dem Auto. Du hast ihn gefahren in der Basis und du hast ihn gefahren in der Variante 100% Brabus-sized mit Rädern, großen Rädern, mit Tieferlegung und mit Leistung. Wie verändert sich die Grundcharakteristik des Fahrzeugs für dich als Fahrer durch das, was hier passiert ist? Gar nicht. Und das ist das Wichtige. Dass der Charakter des Autos bleibt so, wie er ist. Es wird noch hier und da nachgeschärft. Zum Beispiel das Thema Radreifenkombination mit den Sportfedern, die wir haben, mit der Gewindetieferlegung, ja, hat in Bezug auf, ich sag mal, das Thema Fahrkomfort überhaupt gar keinen relevanten Einfluss. Also was ja häufig eine Frage ist, gerade bei sehr, genau, sehr großen Rädern. Da sind wir aber eher beim Thema 23, 24 Zoll. Ja. Aber auch da gilt, also ich sag mal, natürlich rollt ein 22 Zoll Hinterrad anders ab als ein 21 Zoll Rad. Aber das ist alles so Nuancen, dass du nicht sagen kannst, hier ist der Fahrkomfort wirklich deutlich negativ beeinflusst. Überhaupt nicht. Auch, ich sag mal, von der gesamten Motorcharakteristik. Selbst der 820 PS Kit, der ja mit den größeren Ladern natürlich gerade auf das obere Drehzahlband zielt, da möglichst viel Leistung zu machen, hat trotzdem aber eine perfekte Fahrbarkeit. Also mit diesem Auto auch mal eine Strecke zu fahren, 400 Kilometer im normalen Verkehr, ja, ist gar kein Problem. Und wenn man mal Tempolimit befreit und die Möglichkeit hat, schnell zu fahren, dann kann dieses Auto das auch. Also, was mich absolut begeistert, ist diese Alltagstauglichkeit dieses am Ende mit 820 PS Supersportwagen. Und das bringt uns, finde ich, zurück zum Anfang unserer Diskussion, wo wir uns gefragt haben, was ist jetzt typisch Brabus daran, was ist anders, was ist neu und was sind die Zutaten, die wir eigentlich seit 45 Jahren immer wieder in verschiedenen Brabus-Fahrzeugen oder in Brabus High-Performance-Engines in unseren Hochleistungsmotoren finden. Und genau das ist ja immer Teil der Rezeptur. Ja, ein Brabus-Sportwagen, Brabus-Supersportwagen, bei uns, wie wir es heute nennen, Brabus-Masterpiece, zeichnet sich immer dadurch aus, dass es sehr gut motorisiert ist, richtig Leistung hat und gleichzeitig auch extrem fahrbar ist und einem überhaupt nicht auf die Nerven geht. Nein, das ist ein Auto für Erwachsene. Ja. Und das würden wir auch nie kaputt machen oder auf eine Art und Weise verändern, die zum Nachteil für dieses Gefühl ist. Du musst dich reinsetzen, du musst es anmachen, du musst das Gefühl haben, das Ding hat richtig Leistung und dann musst du dich einfach wohlfühlen und du musst dich sicher fühlen und zwar jederzeit. Und das ist hier genauso gegeben wie in einem voll umgebauten Brabus GLS Maybach, wie in der S-Klasse, wie in einem S-Coupé, wie in allem anderen, was wir bisher gemacht haben, auch wenn es ein völlig anderes Fahrzeug ist. Genau, ich finde diesen Vergleich und die Parallele mit einem S800 Coupé immer sehr gut. Ja. Weil das sicherlich ist am nächsten dran. Am nächsten dran, natürlich hier deutlich sportlicher nochmal. Aber auch diese Eleganz, diese schöne Fahrbarkeit, die so ein Coupé ja bietet, hat dieses Auto auch weiterhin. Etwas, was mir immer besonders wichtig ist und wo wir seit, ich glaube, 3-4 Jahren immer intensivere Diskussionen führen, im Positiven, um immer weiterzukommen, ist das Thema Masterpiece Interieur. Das heißt, volle Brabus Innenausstattung. Vom Fußboden über die Sitze, und das Armaturenbrett bis hin zu allen anderen Verkleidungsteilen, egal ob Leder, ob Alcantara, ob Kunststoff, ob Metall im Innenraum. Jetzt ist ja hier auch richtig was passiert. Und ich würde sagen, wir gucken uns das einfach mal an. Gerne. Interieur. Immer ein Riesenthema, wenn wir Fahrzeuge designen. Ein Riesenthema in den Gesprächen, in den Designrunden, die wir dazu haben, weil wir uns immer fragen, was passt zu dem Auto? Was passt zur Marke? Es ist fast jedes Fahrzeug vom Innenraum her anders aufgestellt, mit einem anderen Zweck. In dem Fall haben wir jetzt natürlich hier wirklich einen reinrassigen Sportwagen mit ganz klarem Fokus auf die Vordersitze und alles, was sich rund ums Dashboard abspielt. Sicherlich auch bei Porsche eine völlig andere Interieurphilosophie als bei zum Beispiel Mercedes-Benz oder allen anderen Fahrzeugherstellern.
Und die Frage, die wir uns hier natürlich stellen mussten, war, wie kriegen wir ein typisches Brabus Masterpiece Interieur inklusive Fußboden, inklusive Sitzen, inklusive Dashboard, inklusive Shadow Chrome bzw. Lasurteilen, inklusive Plaketten und Carbon und allem, was dazugehört, wenn wir über Interieur sprechen. Wie kriegen wir das in dieses Fahrzeug? Und auch da wieder, wenn ich jetzt vor dem vollständigen Interieur stehe, sieht es schlüssig aus? Hat es eine gute Gesamtwirkung? Aber natürlich war das eine Reise. Entscheidungen, die wir immer wieder treffen müssen, sind ja zum Beispiel, welche grundsätzlichen Designmuster nehmen wir? Mit wie vielen Farben arbeiten wir? Haben wir Biesen? Haben wir Keder? Wie komplex soll das Interieur sein? Wie vielschichtig soll es aussehen? Wie voll soll es wirken? Wie reduziert soll es aussehen? Und jetzt wussten wir natürlich, bevor wir uns über das Interieur Gedanken gemacht haben, dass wir ein Auto bauen wollten in Kreide, also in Grau. Und das hat uns dann wiederum zu dem logischen Schluss geführt, zu sagen, wir nehmen ein Thema auf, was wir zum allerersten Mal, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, zum allerersten Mal gemacht haben beim GLE 900 Rocket Edition. Beziehungsweise das wiederum kam von einem XLP davor, nämlich das Thema schwarzes Leder, rote Akzente, Biesen, Keder, einzelne abgesetzte Teile, passend auch zu den Sitzgurten. Lasurakzente, wie unsere Masterpiece-Plakette zentral im Sitz natürlich super zu erkennen, aber auch zum Beispiel die komplette Leiste rund ums Dashboard oder um die Mittelkonsole. Auch das ein bekanntes Thema, was richtig Wirkung entfaltet und was auf den ersten Blick nicht ersichtlich ist, einem aber auffällt, wenn man im richtigen Winkel auf das Interieur schaut. Und ein Feature, was ich total mag, die farbliche Unterlegung der Sitzflächen mit der zweiten Farbe. Und das heißt, je nachdem, in welchem Winkel ich auf den Sitz schaue und je nachdem, wie das Licht gerade auf den Sitz scheint, sehe ich die zweite Farbe oder ich sehe sie eben nicht. Genau, also ich sage mal, das ist wieder so ein Detailgrad. Aber auch das, was du alles aufgezählt hast, was wir ja hier umgesetzt haben, ist ja nichts Neues im Grunde. Also es sind die typischen Brabus-Ingredienzien, die wir jetzt haben, ich sag mal, für jede, die auch jede Masterpiece-Ausstattung zeigt, das heißt eine aufwendige Verarbeitung des Leders über Doppelnähte, Biese und so weiter. Natürlich jetzt hier sportlich differenziert und rausgestellt in dem Rot. Die immer bei uns platzierten Perforationen mit aufwendigem Thema, übrigens auch da eigentlich ja ein bekanntes Muster mit Crest, unserem Crest-Design, das man ja auch schon kennt bei uns. Das wollten wir aber auch, dass es, ich sag mal, eine gewisse Brabus Familienzugehörigkeit hat, wenn wir dieses Interieur hier gestalten. Und ich glaube, da ist auch wieder wichtig, du schaust hier rein, du kennst andere Autos aus unserem Haus und ohne, dass du jetzt direkt das Doppel-B siehst oder vielleicht auch eine Masterpiece-Plakette, hast du im Gesamteindruck sofort, ja, das kann eigentlich nur Brabus sein. Was übrigens auch immer, wenn wir über Brabus One Second Wow reden, also den Effekt, den wir mit allen Produkten, auch wenn wir sie intern abnehmen, immer erzeugen wollen, das ist ganz praktisch, weil Designabnahmen dauern nur eine Sekunde, da wissen wir, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Das spielt natürlich hier auch eine Rolle. Und es entsteht insbesondere, weil alles zusammenarbeitet und weil du als jemand, um einen homogenen Eindruck zu erzeugen, und weil du als jemand, der unsere Produkte kennst, auf das Fahrzeug zugehst, einen Blick hinwirfst und es sofort zuordnen kannst, du verstehst, das ist ein Brabus Masterpiece. Das, was wir genau ja nicht wollten, und auch das haben wir lange diskutiert, ist, dass wir nur, weil wir jetzt hier ein anderes Basisfahrzeug nehmen, als wir normalerweise nehmen, dass es deshalb vollständig anders aussieht. Ganz im Gegenteil, sollte es genau das sein. Die gleiche Rezeptur, die wir immer verwenden, die uns bisher, glaube ich, ganz gut erfolgreich gemacht hat und die vor allem unsere Kunden auch von uns gerne haben wollen und ein Gericht, was immer wieder bestellt wird in dem Restaurant, dann aus der Küche kommt. Wir wollten, dass die Design-DNA komplett sichtbar wird und du einen sofortigen Brabus One Second Wow-Effekt hast, der über Qualität von Materialien, Haptik, Struktur der Materialien, verschiedene Muster, Kombinationen von Farben und Materialien entsteht. Und ich finde, das ist hier der Fall. Und deshalb ist das für mich ein absolut cooles und gelungenes Auto. Ein Masterpiece. Mal wieder.